Hallo miteinander zu einem neuen Part Forza Horizon. Schön sind ihr wieder da. Es nimmt euch sicher Wunder, mit was für einem Auto das nächste Event gefahren wird. Schauen Sie euch an. Nur US-Autos, gut, in dem Fall nicht. Die Rennleitung lässt Sie bei dieser Veranstaltung nur mit einem anderen Auto starten. Okay, da habe ich nur zwei alte. Und der Tune. Sie wollen teilnehmen? Damit? Möchten Sie es nicht erst aufrüsten? 38.000, ja, komm, wir tunen den mal. Vielleicht haben wir eine Chance, vielleicht auch nicht. Das werden wir jetzt irgendwie sehen. Da es aber alles ja nur US-Autos vor 1980 sind, denke ich schon, dass wir eine Chance haben, wenn wir den getuned haben. Ich warne dich, das hier ist ein Rennen für Erwachsene. Ich will keine Tränen sehen, wenn ich dir den Hintern versohle. Und wir haben gewusst, dass unsere Beschleunigung nicht gut ist. Also zumindest ich habe es gesehen. Aber der Speed ist nicht schlecht, den wir haben. Und wir haben für das Windschattenfahren noch 100.000 abkassiert. Aber er fährt sich nicht allzu toll. Aber ich glaube, die anderen Autos auch nicht. Da vorne also. Ein bisschen vorsichtiger ans Werk gehen. Ich weiß nicht, ob sie jetzt besser ein Auto hat. Aber wir kommen langsam ran. Was für ein Duell. Und die Spitze da. Jetzt sind wir schon 59. Es kann sein, dass ich mich auch täusche, aber ich finde, in den letzten paar Parts haben wir schneller rein gemacht als sonst. Vielleicht werde ich besser mit fahren, wer weiß. Erst die Hälfte vom Rennen vorher erreicht gehabt, jetzt sind wir bei 60%. Wir haben schon einen schönen Vorsprung. Wenn wir nicht gerade allzu viele Fehler machen, also es ist schon ein bisschen anstrengend so mit so einem fahren natürlich. Aber das finde ich eben auch cool gemacht vom Spiel. An dieser Stelle wieder einmal das Spiel loben. Und wenn ich mir jetzt aber so überlege, dass es, wenn ich so Kritiken gelesen habe, so Forza 2, Forza 3 und so weiter und so fort, ist immer kritisiert worden, dass man da recht wenig machen hätte können. Also da frage ich mich dann schon, wie gigantisch Forza 2 und Forza 3 sein werden. Wie gesagt, ich habe sie noch nie gespielt. Forza 3 habe ich noch nicht einmal das Let's Play dazu angeschaut. Forza 2 habe ich einige Sachen geschaut. Und jetzt sind wir durch. Und gewinnen auch da. Es ist immer gut, wenn Neulinge für Wirbel sorgen. Es gibt nur 8 goldene Armbänder und eins davon gehört Ihnen. Holen Sie es bei mir in der Rennzentrale ab. Und
Jetzt sind wir hier ganz schön in den Bergen oben zum Schauen, was es hier noch für zwei Events hat. Die jetzt schön in der Nähe von uns sind. Wenn möglich, bitte wenden. Und zwar sind wir näher bei diesem Event. Darum gehen wir jetzt gerade noch komplett den Berg drauf. Ich kann dort den Rauch schon sehen. Kann ich da durch das Zaun, durch den Zaun durch? Nein, kann ich nicht. Weil ich will schnell die Straße. Oh. Die Straße da oben noch holen. Straße, ja, machen wir das trotzdem. Er hat ja wieder mal Zeit mitgebracht, wenn ihr mir da zuschaut. Habt ihr ja nichts Besseres zu tun. Und dann nehmen wir doch da das Strössli da noch mit. Jetzt haben wir schon 170 Straßen. Und dann sind wir da jetzt fürs nächste Event ready. Nur Allradantrieb und S, da ist mir schon klar. Mit was ich da starte. Es ist wieder mal Impreza Time. Gegen dich zu fahren. Was das für eine Presse geben wird, wenn ich den Publikumsliebling schlage. Yeah. Nur nicht überheblich werden, Madame. Auf dem Untergrund mit dem Fahrzeug. Ist es schwer mitschlagen. Werde ich auch mal überheblich. Ja, Kurven sind relativ eng, schwer zum Überholen, aber. Ja, Gott, das habe ich jetzt so nicht wählen, aber. Ultimativer Sprung. Weg der Punkt, die will ich nicht verlieren. Drücke ich mich einfach innen vorbei. Jetzt sind es schon noch drei zum Überholen. Jetzt wieder der ultimative Sprung. Überholen in der Luft, das wird auch noch speziell bewertet. Die Punkte will ich jetzt auch nicht verlieren. Wir haben ein bisschen vorsichtiger gefahren jetzt da, der letzte Abschnitt. Und wir liegen ja schon wieder relativ locker an der Spitze, also das heisst, die Überheblichkeit ist gerechtfertigt gewesen. Mit dem Fahrzeug fühlen wir uns sicher.
okay, das hat alles nicht gezählt. Schade. Nochmal einen Tausker drauflegen da. Und schon Rang 57. Top 50 rücken wirklich immer näher. Und der nächste Sieg ist auch im Trockenen. Ich sehe, dass Sie Spaß haben. Das ist immer sehr wichtig. Es gibt nur 8 goldene Armbänder und eins davon gehört Ihnen. Holen Sie es bei mir in der Rennzentrale ab. Das nächste Event ist das da. Ah, was? Einfach gerade durch. Der Fahrer wird sich jetzt auch denken, what the fuck? Oder so eine Impresa von hinten anzufliegen. Gibt es zu wenig Driftpunkte, jetzt ein bisschen mehr Driftpunkte wollen holen. Sehr schön. Die Punkte will ich natürlich nicht verlieren. Und da ist ja schon das nächste Event. Nur Nissan und Kategorie S. Das Auto dürfen Sie hier nicht fahren. Wählen Sie in Ihrem Vor. Wir haben ja einen Nissan mit S. Könnte ja gar nicht besser laufen. Sofern wir jetzt das Rennen gewinnen. Sie haben schon $50,000 für etwas nackte Haut im Rennanzug gezahlt. Wenn ich die Meisterschaft gewinne, kriege ich 1 Million nur für ein Lächeln. Wieder ein Prozentrennen, also kein Rundenrennen. Also ich glaube, unsere Beschleunigung ist in Ordnung. Leider sind es da schon mit Punkten flöten gegangen. Und auch ein bisschen Speed. Ja, also ich weiß noch nicht so recht, was ich von dem Rennen halten soll bisher. Ich glaube, alle recht zügig unterwegs, aber 20% sind nämlich schon vorbei. Jetzt müssen wir langsam anfangen überholen. Noch 3 vor uns. Das Drittel vom Rennen um. Über innen überholt und jetzt ist noch ein Tarper vor uns. Also ich glaube, ans Limit gehen muss ich auch in dem Rennen nicht. Überholen in der Luft, okay.
Sehr schön die Ideallinie gehabt da. Das ist eigentlich auch extra Punkt geben, wenn man die Ideallinie so sauber hebt. Natürlich nur, wenn man das Ganze mit einem gewissen Tempo macht. Konzentrieren da auf den letzten Abschnitt. Nochmal eine harte Kurve, wobei harte Kurven meistens ein Vorteil für mich sind. Weil Kai ein bisschen vorsichtiger fährt. Und wir gewinnen auch das Event nach Startschwierigkeiten. Schlussendlich doch noch deutlich. Und eins davon gehört Ihnen. Holen Sie es bei mir in der Rennzentrale ab. Leider ist da immer der gleiche Spruch. Ja, immer der gleiche Spruch ist natürlich sehr, sehr dünnes Eis für einen, der sich praktisch jedes Mal gleich verabschiedet und auch fast jedes Mal eine gleiche Begrüßung drin hat in seinen Parts. Ich hoffe, sind wir nicht böse für das. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Und ihr seid beim nächsten Mal auch wieder am Start. Bis zum nächsten Mal. Tschüss miteinander.